So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Silver Together und wir sind immer noch in Mahagonia City. Ich muss eben mal was schauen. Ah ja, wir haben den 7. Orden schon und wenn wir den 7. Orden haben, muss ich mal ganz kurz was überprüfen. Ja, definitiv, wir müssen nach Dukatia City. Moment, haben wir eigentlich was zum Fliegen dabei? Gerade nicht, dann hole ich mir mal eben was. Ich weiß nämlich, dass wir da etwas auf dem PC haben. Leider damals noch so umständlich mit dem Pokémon mal schnell abholen und so. Werden wir gleich wieder umändern. So, Fliegerass, du fliegst mich doch jetzt bitte mal nach Dukatia City. Genau dort müssen wir jetzt hin. Soll ist, dass sich Esther entwickelt hat. Genau, wir haben jetzt ein Psyana. Und ja, der kann auch Biss, das ist doch schön. Und Sternschauer hat er auch gelernt. Hat zwar jetzt keinen Ruckzuckhieb mehr, aber ja, der ist auch bei dieser Initiative, glaube ich, nicht mehr so nötig. Ich meine, der hat 88 Init. Das ist ziemlich genau mehr als alles andere, was wir sonst haben. Das rote Garados haben wir jetzt im Team. Der Garadon, kleine Anlehnung an Don Marcy, wenn ich das richtig gesehen habe. Schöne Grüße an Don Marcy übrigens an dieser Stelle. Und ja, Psyana ist definitiv unser schnellstes Pokémon jetzt im Team. Er kann zwar jetzt noch keine Psycho-Attacken, aber sobald der Psychokinese lernt, wird der sowas von durchmetzeln durch alles. Das wird schon fast nicht mehr schön. Auf jeden Fall müssen wir jetzt durch den Radioturm. Endlich haben wir den Radioturm besetzt. Nun wird jeder den Team Rocket Terror Apparat kennenlernen. Wir zeigen euch, wie böse wir sind. Mein Gott, laber nicht so viel, kämpf lieber. Rocket Rüpel möchte kämpfen und er schickt einen Radikal in den Kampf. Level 24, na immerhin schon mal ungefähr 7 Level höher als das, was in der Rocket-Basis das letzte Mal war. Und natürlich geht das Rasierblatt daneben. Es sind ja nur 5% Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Könnte man ja meinen, das könnte jedes dritte Mal passieren. Oder jedes zweite Mal. Dafür macht er aber auch schön Volltreffer. Ja, das können wir doch gleich nochmal machen. Hyperzahn, der könnte wehtun, aber gut. Lorblatt oder Rückkehr hält das natürlich aus. Ist schließlich Rückkehr. Ein bisschen Defensive muss ja auch mal sein. Rasierblatt ist ja an sich auch keine schlechte Attacke. Mit dieser schönen 25%igen Crit-Chance. Und dann noch mit dem Ruckzuck-Hieb. Leider kein Volltreffer.
Treffer dieses Mal. Haben wir denn noch Supertränke? Ich will jetzt trotzdem kein Risiko eingehen. Scheint aber nicht so. Haben wir alle Supertränke verbraucht? Sauber. Ja, dann kurz auf Risiko spielen. Ja, mach lieber Zahn. Schade. Ich habe jetzt nicht gehofft, dass er nochmal mit dem Rückzug-Hieb kommt. Na gut, dann gehe ich ja gleich nochmal ins Pokémon Center und dann gehe ich auch noch ein bisschen einkaufen. Dann kriegst du noch einen Schlitzer von Spike ab. Weil der schlitzt dich so gerne auf. Zu stark, wir müssen dich im Auge behalten. Ja, ich gehe jetzt erstmal nochmal ganz kurz ins Pokémon Center und dann gehe ich doch mal kurz einkaufen, weil ich denke, wir brauchen noch mal ein paar Supertränke. Die würden hier nämlich definitiv nötig sein. So, was nehmen wir denn hier? Supertränke. Ich brauche. Holen wir uns mal 20 Stück. Können wir hier sonst noch was brauchen? Wir können noch mal ein bisschen was verkaufen. Ich meine, wir haben da noch ein paar Sachen, oder? Treffer braucht zum Beispiel mal keinen Schwanz. Nugget haben wir hier noch, sehr schön. Das war's aber erstmal. Ich hab's ja hier schon mal gesagt, das Dukatia City Team ist wie das Fahrradteam, nur dass das Fahrradteam wesentlich schneller abgespielt ist, einfach. Okay. Lucia ist immer noch vorne. Hahaha, wie langweilig. Es war viel zu leicht, dass hier das Ruder zu übernehmen. Komm schon, heitere mich auf. Aber mit Vergnügen. Arbok. Wenigstens hier noch ohne Bedroher. Okay, hält aber trotzdem noch ziemlich viel aus. Ich darf von dem Giftstachel nur nicht vergiftet werden und ist alles kein Problem. Und zurückgestreckt, sehr schön. Nochmal, also Lucia, jetzt machst du wieder einen super Job. Besiegt und 819 Erfahrungspunkte, was sogar fast für einen Level-Up reicht. Wer bist du? Ich bin Gold, dein Nemesis. Wir sind Team Rocket, die Pokémon-Ausbeuter. Wir lieben es, Böses zu tun. Hast du Angst? Nö. Bei euch nicht. Okay, dann sind sie wahrscheinlich dementsprechend schwach. Ja, Level 21. Schwach genug, dass Rückkehr sogar schneller ist als das Radkratz. Vor allem ohne Volltreffer one-hitten kann. Level 29 für Rückkehr. Oh, sieht langsam auch ganz ordentlich aus und vor allem, weil sie sich ja bald noch entwickelt. Ein Radkratz. Nee, ich lasse jetzt mal drin. Da gibt es wieder schöne Erfahrungspunkte für Rückkehr. Sind zwar nicht viel, aber leicht verdient. Nochmal sehen. Das Radfazier ist sogar schon Level 23.
überlebt aber das Rasierblatt trotzdem nicht. Noch ein Radfratz. Ich frage mich, was die Trainer mal haben, wenn sie fünfmal dasselbe Pokémon haben. Gerade bei sowas wie Radfratz, da muss der Gegner mit einem Kampf-Pokémon kommen, das ein bisschen schneller ist und der hat keine Chance mehr. Oder allgemein mit einem schnelleren Pokémon würde ja schon reichen, weil Radfratz hält jetzt nicht wirklich viel aus. Vor allem, er hätte schon längst Radikal haben können mit der Allen, weil Radfratz entwickelt sich mit Level 20 zu Radikal. So. Was haben wir hier jetzt noch? Noch weitere Rocketrüffel. Hey, halte dich aus unseren Angelegenheiten raus. Jetzt, wo du es sagst, mache ich es erst recht nicht mehr. Ein Zubat. Ja, da kann man mit Rasierblatt nicht viel machen, also nehmen wir die Kopfnuss. Und verschreckt er zurück. Das ist sehr schön. Und 300 Erfahrungspunkte wieder. Noch ein Zubat. Ja. Soll er ruhig kommen mit seinem Zubat. Hier gibt ihn einfach eine Kopfnuss und ja, macht einen Volltreffer und fertig. So geht's auch. So, da gibt er schon auf. Und den nehmen wir auch noch. Vor 3 Jahren war das Team Rocket gezwungen, sich aufzulösen. Wir arbeiten hier gerade an einem Comeback. Was du nicht sagst, ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Rocket Rüpel möchte kämpfen und schickt einen Slimer in den Kampf. Ja, da machen wir doch auch gleich mal eine Kopfnuss. Da kombiniert sich das Slimer. Das mag mir jetzt überhaupt nicht gefallen. Vor allem, weil es ja eigentlich cheaten ist. Fluchtwerterhöhungen sind normalerweise nicht erlaubt. Lambert könnte wehtun. Ja, wenigstens haben wir immer getroffen. Und 442 EP reicht gerade nicht mehr. Noch ein Slimer. Ja, ich wechsle mal nicht aus und wechsle direkt danach, weil ich möchte Rückkehr jetzt nicht nochmal in einem Slimer drin lassen. Das lasse ich jetzt Spike machen. Na gut, ich schaufel mich jetzt erstmal ein. Guten Schlammbad, das geht jetzt natürlich daneben. Dem Schaufler sei es gedankt und trotzdem Härtner einfach gewonnen. Unsere Rückkehr erreicht Level 30, das ist sehr schön. Ein Slime-Mock. Ja, da bleibe ich erst recht mit Spike drin. Weil, wo Slimer noch ausgeglichene Verteidigungswerte hat, hat Slime-Mock eine ausgeprägte Spezialverteidigung. Und die physische Verteidigung ist eher mau. Wobei sie eigentlich immer noch recht gut ist, wie man so dazu sagen. Und das sollte unser Spike nicht wirklich interessieren. Der ist nämlich ein richtiges Monster in der Verteidigung. Mit dem Schaufler kann er auch das Slime immer noch zuhitten. Und kriegt ebenfalls Level 30. Und wir haben Rocket Rüpel besiegt. Pah, keine Zeit für Sentimentalitäten. Gerne mal einen Supertrank für Rückkehr hernehmen. Den hat sie nämlich gerade bitter nötig. So, wen schicken wir denn jetzt nach vorne? Ich lasse einfach mal Rückkehr von. Das
Trainer sind Pokémon wie Lebenspartner. Es ist schrecklich, wie Team Rocket versucht, alle Pokémon zu kontrollieren. So. Mir wurden strikte Befehle erteilt. Ich soll jeden, der Team Rocket herausfordert, pulverisieren. Ja, dann versuch's doch. Rocket Rubel möchte kämpfen und er schickt einen Smogon in den Kampf. Ja, gegen Smogon will ich jetzt auch nicht wirklich kämpfen. Lass ich das ebenfalls bei Spike machen. Und weil Smogon ja hier noch keine Schwebe hat, kann ich ihn ja noch mit Bodenattacken sehr effektiv treffen. Manchmal muss man die Mechaniken der alten Gens einfach mal ausnutzen. 280 EP für beide. Und Zubat möchte ich wechseln, ja. Ich möchte jetzt erst einmal in Aktion sehen als Psyana. Ach ja, ein Psyana. So, Biss sollte hier die stärkste Attacke sein, die er hat, weil Esther hat einen wahnsinnigen Spezialangriff. Mit wahnsinnig meine ich eine 130er Basis. Aber Esther hat mich jetzt mit der ersten Attacke schon gleich mal überzeugt. Ich mag ihn. Noch mehr, als ich sie vorher mochte. Weil als Evoli war er schon richtig gut. Da hatte er die schönen Normal-Steps. Könnte man richtig gut brauchen. Und ein Slimer kommt nochmal. Ach komm, lassen wir nochmal Esther dran. Das sollte mit seinem Biss eh alles one-hitten. Oh, Slimer hat's überlebt, aber ist ausgewichen. Ja gut, Sternschau hinterher. Esthers physischer Angriff ist zwar lang nicht so stark wie der spezielle, aber der sollte immer noch gut genug sein. Was? Ja, was? Es ist ein tolles Gefühl, Pokémon für Verbrechen einzusetzen. Puh, ja, kann ich nicht mitreden, habe ich noch nicht gemacht. Ein Smogmog, oder? Level 26. Da kann ich mit Rückkehr jetzt wirklich nicht viel machen. Das macht... wobei... hat Esther dann nicht sogar die besseren Karten, weil er speziell angreift? Ja, aber Smogmogs physische Verteidigung ist einfach viel zu stark. Prinzipiell wären sie beide gleich gut geeignet. Ach Gott, eine Rauchwolke. Ich hasse dich, Smogmog. Genauigkeit senken ist zwar nicht verboten, aber es ist ähnlich blöd wie Fluchtwert senken. Oder Fluchtwert erhöhen. So, jetzt habe ich noch eine, ich glaube, 66%ige Chance, dass ich treffe. Wenigstens ist Esther gut genug, um da noch zu treffen. Ach ja. Machst du Witze? Nee, ich bin ernst. Tod, ernst. So, was machen wir jetzt? Ich drücke einfach mal weiter vorne. Irgendwann kriegt sie ihr Level ab schon. Was macht ein fremdes Kind hier? Wer bist du? Ich bin dein schlimmster Albtraum. Zumindest glaube ich, dass ich das bin. Denn ich bin der... oder sagen wir so, ich bin der Typ, der deine Pokémon vernichtet. Ein Magnetilo. Ich will mal schauen, was ein Rasierblatt abzieht und wenn es wirklich nichts bringt, dann wechsle ich halt auf Spike. Okay, das geht. Okay, ich habe es mir anders überlegt. Wenn er schon wieder mit einem Supersonic daherkommt, dann sag ich mal, du kannst mich mal kreuzweise und hier bitte sehr. Da kannst du jetzt noch so schön zielen, wie du willst. Ich buddel mich jetzt nicht einfach ein. Ach ja, stimmt, das trifft der Psychos dann trotzdem. Ganz vergessen.
hasse diese Magnetido. Dann wechseln wir halt nochmal aus. Ultraschall. Dafür nimmt man Zielschuss her. Für eine 90er-Attacke. Also für eine Blitzkanone hätte ich es verstanden. Irgendwo noch. Wobei die jetzt gegen Spike nicht meine Wirkung gehabt hätte. Und natürlich geht jetzt noch das Rasierblatt daneben. Der Fluch dieser 95% Attacken. So, jetzt aber. Schmackes. Ja, Zielschuss geht auch daneben, wenn ich im Schaufler bin. Interessant. So, was hat er noch? Noch ein Magnetilo. Nee, will ich auch nicht wechseln. Hau ich so. Jetzt haben wir noch eine doppelt effektive Attacke gegen die Viecher. Superschall, kannst du jetzt sonst wohin stecken. Und da haben wir den Forscher Ingo besiegt. Weil er mich nicht ernst genommen hat. So. Wo haben wir denn Supertank? Einmal für Rückkehr. Ich bin sowieso schon wieder ziemlich am Ende meiner Folgenzeit. Und ich lasse hier jetzt einfach den Fliegi raus und schau mal, wie der sich hier so weiterschlägt. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns in der übernächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.